Yo, was geht ab, Leute? What's poppin? Und willkommen auf dem Kanal zurück. Heute heißt es wieder Wakes vs. Feel FIFA. Dabei haben wir ein Icon Moments Upgrade Pack. Und darum werden wir dann gleich ein Team bauen, beziehungsweise das Team ist schon gebaut. Die Icon kommt, egal wer kommt, in Sturm. Und ja, wen ich angekündigt habe, der kann ich nochmal vorstellen hier. Moin. Moin. Heute aus einer bisschen ungewohnter Umgebung. Ich musste leider das Land verlassen. Ich habe ein paar Probleme hier mit dem Start. Aber ich denke, das sollte auch so in 3-4 Tagen wieder geregelt sein. Von daher dann wieder die gewohnte Umgebung. Wir haben auf jeden Fall ein Pack Prime oder Momente. Und wenn ich hier raus kein Momente-Spieler ziehe, dann glaube ich, muss ich doch noch mal kurz einen Umschwenker machen nach Kanada. du bist auf jeden Fall hart verwickelt momentan. Wenn man nicht zahlt hier in Deutschland, dann ist es auf jeden Fall ein Problem. Ja, ich würde sagen, Leute, für diese Aktion könnt ihr mal direkt ein Like droppen. Hier, die FIFA-Army ist da, die Wakes-Army ist da, da können wir noch ein paar Likes rausklatschen, oder? Ja, also ich würde mal sagen, so 14.000 Likes sehen wir heute. Boah, das wird schwierig. Ich sage euch so, Leute, das ist eine Challenge. Wenn ihr die schafft, dann Real Talk GG. Wenn nicht, dann pusht euch weiter. Genau, noch gerne Stefans Kanal abchecken, viel FIFA. Kurz vor 1 Million Abos, die brauchen noch ein paar Abos. Abonniert. Kurz vor 1 Million Abos, erster Kanal, der die geknackt hat, aber egal. Aber egal, das will ja keiner wissen. So, ich würde sagen, mehr muss man nicht sagen, ich hole mein Pack ab und dann sehen wir uns wieder beim Pack. Bevor es jetzt aber losgeht, habe ich noch eine richtig coole Aktion von meinem Partner Lootboy für euch. Denn die nächsten EA-Events stehen in den Startlöchern und die werden die nächsten Wochen folgen. Man munkelt ja, dass es so zum Champions-League-Finale richtig losgehen soll nochmal in FIFA 20. Und deswegen haut mein Partner Lootboy eine garantierte Footpoints-Aktion raus. Das heißt, garantierte FIFA-Points für jeden von uns, der bei Lootboy mitmacht. Für Deutschland, Österreich und Schweiz. Die ganze Aktion geht nur noch bis heute Abend um 23.59 Uhr. Das heißt, wenn ihr Bock habt, müsst ihr schnell sein. Sonntag bis 23.59 Uhr. Dann ist die Aktion vorbei. Die letzten Male habe ich das Ganze mal kostenlos gemacht. Ich habe das Ganze mal mit Diamanten hier im Lootboy gemacht. Diesmal werde ich mir für 9,99 10 Packs kaufen. Ist einfach entspannter für mich jetzt gerade, da ich keine Diamanten mehr habe. So, die Packs sind da und in den Packs kann zudem noch ein 5€ Huawei-Gutschein drin sein, jeweils. Ich bin mal gespannt, ob wir FIFA-Points ziehen. Die letzten Mal hatten wir eigentlich immer Glück. Im ersten Pack nicht Glück. Mal gucken, ob wir in dem Pack jetzt Glück haben. Wie gesagt, man kann in den 10 Packs schon FIFA-Points ziehen, wenn man ein bisschen Glück hat. Und dann kriegt man ja zusätzlich noch das garantierte Pack. Okay, diesmal kein Glück gehabt im 10er-Bundle. Letztes Mal hatten wir aber, glaube ich, 50€. Ich glaube, 6.000 FIFA-Points oder sogar 12.000. Ich weiß gerade nicht mehr, was es war. Schreibt mir das mal in die Kommentare, falls ihr das noch wisst. Mein garantiertes Pack dafür, dass ich das 10er-Bundle heute am Sonntag gekauft habe. Mal gucken, was rauskommt. 500 FIFA-Points. Okay, nicht schlecht. Nimmt man gerne mit. Man hätte aber auch mehr ziehen können. Und ihr seht hier schon Sky-Ticket, dazu erzähle ich euch jetzt nochmal schnell was, ja? Denn es gibt ein aktuelles Sky-Angebot für alle Gangs of London-Fans. Wer eh schon immer Gangs of London gucken wollte, der kann das Angebot hier nutzen und der kriegt dann zusätzlich nochmal gratis 1000 Loot-Diamanten. Also 10€, so ein 10er-Bundle könnt ihr euch dann nochmal holen. Geil, oder? Bonus-Bundle-Pack nehmen wir auch noch mit, geile Sache. Hier nochmal ein PC-Vollversion-Game. Die goldenen Games sind immer PC-Vollversion-Games, ne? Das ist ja klar. Und Loot-Boy-Diamanten, nice. Das war's dann auch schon. Wer bei der Aktion mitmachen will, erster Link in der Beschreibung, checkt das Ganze ab. Und man sagt, es gibt auch noch einen Code von Lootboy. Alles muss raus, ist auch in der Beschreibung verlinkt. Damit kriegt ihr nochmal gratis Diamanten und Lootcoins. Also tragt den Code ein. Ich habe euch oft genug schon gezeigt, wo man den einträgt. Let's go. So, Steffen, ich bin auf dem Pack. Bist du auch auf dem Päckchen? Ja, ich bin da. Also ich muss jetzt hier eine Moments-Karte sehen, sag ich so, aber bei meinem Glück, ich glaube, das wird nichts. Ich bin nicht zu Hause. Ich weiß nicht, ob EA das sieht, dass ich nicht zu Hause bin und dann gar nicht weiß, dass es mein Account ist. Normalerweise müsste da eigentlich Moments kommen. Was machen wir denn jetzt hier? Okay, ich würde sagen auf Go. 3, 2, 1, Go. Go. Come on, let's go. Gib Moments, ich habe dieses Jahr noch keine einzige gezogen. Ich habe eine gezogen aus dem 25k-Pack vor ein paar Tagen. Das war Alter, wie das aussieht. Boah. Ist Moments, oh no. Hä? Ah. Nein. Ja, ich habe aber nein! Ja, nein, 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 nein! Holy shit! Oh! What? Was hast du denn schon wieder gemacht? Oh mein Gott! Was hast du denn schon wieder gemacht? Das ist next level! Okay, so viel ist er doch nicht wert, aber I like that shit! Ich habe Moment, du hast auch einen Moment. Nee. Nein? Nee. Uff. Also nach Inzaghi habe ich die zweitbeste Icon gezogen, sage ich dir, wie es ist. Hey, dann Lineker? Vieri. Oha, sollen wir uns verraten? Willst du wissen, was ich habe? Ja, erzähl, erzähl, sag an. Boah, ich habe Del Piero Moments. Boah, 5 Sterne schwacher Fuß, gib ihm, Alter. Okay, ja, Leute, wir gehen ins Teambuilding. Die werden jetzt beide in Sturm gestellt und dann knallen wir da ein geiles SBB raus. Gut, dann würde ich sagen, halt dich mal rein. Heute ein bisschen in abgespeckter Variante. Ich muss mein Handy reinhalten. Du bist heute richtig, aber hast du wenigstens einen geilen Hintergrund hier im Start? Ja.
Sieht okay. aus wie so ein Flüchtlingsheim hier. Hör doch mal auf heute hier, kriminell unterwegs. Wo bist du eigentlich? Madeira oder wo bist du abgehauen oder darfst du es nicht sagen? Ah, ich bin auf jeden Fall nicht mehr in Europa. Okay, ich habe auf jeden Fall zwei Brasilianer mitgenommen. So viel kann ich dir schon mal sagen. Ich füge den zweiten gerade noch ein und dann sage ich dir, wer es ist. Und zwar Casemiro. Und passend dazu, Perfect Link, Mesic Vinicius Junior. Ah, ich wollte nicht verraten, wo ich bin. Ich habe es eben mit NA auch schon gemacht. Ich habe bei ihm Neymar aufgeschrieben. Und bei ihm hatte ich, glaube ich, noch Goretzka oder sowas. Nee, auf jeden Fall einen Deutschen aufgeschrieben, weil ich aus Deutschland weg bin. Und ich befinde mich aktuell in Brasilien. Passend dazu dachte ich mir, gehen wir doch einfach mal mit Vinicius Junior und Casemiro. Nein, das ist fake. Let's go. Na, sag jetzt ehrlich. Ich sag ehrlich, Mann. Jetzt ohne Witz. Bisschen sweet im Blood. Ja. Der verarscht. Nein, Digga, das kann nicht. Du kannst nicht auf die beiden gekommen sein. Och, Wakes, du weißt, mit wem du aufnimmst. Du weißt, wen du dir ins Boot geholt hast. Hier werden ja, nur die Fische auf den Tisch gebracht. Tolle Wurst. Dann wird das hier schon mal ein cooles Team. Full Bronze. Ich schau deine Spiele jetzt aber auch auf. Gib mal ab. Also, dann fangen wir mal an. Auf der linken Seite. Ja, ich hab's so ein bisschen ähnlich gemacht. Ich gehe mit diesen Summer Heat Karten, weil Wetter gut und so. Firmino habe ich im linken ZOM. Er ist ja, glaube ich, Mittelstürmer. Sollte funktionieren, ich hoffe doch. Und Fabinho, auch eine Perfect Link. Ich mach mal kurz Bildschirmübertragung bei Discord an, okay? Hast du auch beide aufgeschrieben? Schau mal auf meine Tafel. Warte, ich bin die Bier gemacht, guck mal hier. Ich sehe gar nichts, Mann. Bobby und Fabinho, raus mit den beiden. Du weißt aber, wie du dich angelegt hast. Der SBB-Boss. Oh, dann haben wir ja gar nichts mehr zum Abstoßen heute. Ja, moin, geil, Leute. So habe ich auch noch nie gestartet. Wir gehen zu den nächsten drei Spielern und wir überlegen uns nochmal, ob wir da Torhüter hinstellen oder nicht. Ja, Freunde, das kann hier was werden. Bronzespieler stehen bei beiden. Wir haben beide einen Torwart genommen. Auf 31er wollte Stefan unbedingt, dass ich einen Torwart reinstelle. Keine Ahnung, genau warum. So war das. Der Cutter, bitte einmal kurz reinstellen. Nee. Wir machen hier, weiter. Krieg mal ein. Gut, also im linken Sturm gehe ich mit einer Karte. Die ist super special. Die ist absolut genial. Diese Saison hat der alles zerrissen. War ein Transfer, ist frisch nach Real gewechselt. Und zwar ist das Hazard. Dann habe ich dazu Gareth Bale als ZOM. Ich hoffe, er wird vielleicht ein bisschen Meta sein. Und dann haben wir noch für unseren lieben besten Freund Tobacco Luka Modric. Nice. Ja, gönn dir. Ich bin mit den Franzosen gegangen. Kann ich so sagen, wie es ist. Aber jetzt setze ich mal Schutzmaßnahmen hier ein, damit du nicht nochmal meine Spieler snipest. Was heißt das? So, Schutzmaßnahmen sind drin. Let's go. Ich füge ein. Ich hatte Ben Yedder, Aouar und Savanier. Ich gehe als allererstes zum Stürmer, ja? Das ist nämlich ein Franzose, ja? Keine Ben Yedder, keine Mbappé, sondern eine Benzema. Okay. Stabiler Typ im Real Life auch. Musste ihm auf Instagram folgen. Mit Werbung angelehnt hier. Dann habe ich im ZM Pot Savanier und auf der rechten Mittelfeldposition spielt. Oh, Metakarte Nummer 1 in FIFA 20, glaube ich. Oh Food nein, First sein Maxim. Genau, das ist er. Ja, das war dumm von mir, weil ich habe Pogba aufgeschrieben. Hatte mir gedacht, schreibe ich mal Gnabry auf, weil der Einzige aus der Bundesliga hat noch Origi aufgeschrieben. Nice. Okay, yeah, wir machen hier ein bisschen uns beiden nach, ne? Schutzmaßnahmen geil, haben geklappt. So, ich würde sagen, Außenverteidiger, hier jetzt noch einen zu erraten auf der linken Seite bei uns beiden wäre jetzt bitter. Let's go. So, Ei, halten rein, mein schönes Handy. Ja, ich bin mit den zwei teuersten Karten gegangen. Also jetzt Real Talk. Einmal mit CDB in Form und zum zweiten mit Man of the Match. Kolodziejczak. Nice. Ich bin auf der rechten Seite auch nicht mit dem teuersten gegangen, aber mit Jonathan Schmid und links bin ich mit Lodi gegangen. Lodi. Renan, Lodi. Behalte. Na gut, machen wir weiter mit deinen Players. Okay, on the left side hatte ich mir überlegt, gehen wir mit einer Brasilianer. Frage ist, hast du eine aufgeschrieben? Wenn ja, gibt es immer noch genug. Ich hoffe, du hast nicht Alexandro Totti Nomine. Und auf der rechten Seite habe ich natürlich auch den teuersten genommen. Ja, das ist Nacho. Halt so... Was? Nacho Fernandes. Ne, ich bin mit Odriozola gegangen. Na, also normal, der ist ja auch recht teuer. Ich bin mit Carvajal. Und? Ne, mit Robertson. Ich wollte schon sagen, hau mal rein. Er nimmt das Offensichtliche. Gut, dann kommen wir jetzt zur heißen Phase. Ein heißer Stuhl kommt jetzt. Willkommen zum heißen Stuhl. Ich hab alles. Kleiner Finger aus oben, man wird mich loben. Okay, also es gibt halt viele Möglichkeiten. Ich könnte in die Serie A gehen, ich könnte mit Brasilianern gehen. Ich habe mich dafür entscheidend
gewählt, David Luiz zu nehmen. Ich glaube, du hast es letztens schon mal aufgeschrieben. In der Innenverteidigung gehe ich mit meinem roten Piqué, kein Ramos, kein Blablabla, kein Varane und im Tor. Ja, habe ich Neto und ich habe auch De Gea. Ich scheiß drauf, ich gehe einfach jetzt mit De Gea. Ja, okay. Denn ich hatte eh Ederson, das heißt, du hättest beide nehmen können. Aber du hast David Luiz? Ich habe Diego Carlos. Und zu guter Letzt habe ich David Luiz. Sein Spieler habe ich. Tut es raus aus dem Verein. Raus. Okay, also Wakes und ich haben uns gerade schon mal ganz schmackhaft unterhalten. Er muss für Kolodziejczak und für seinen komischen anderen Savanier braucht er noch zwei Stronglings und es gibt drei gute Innenverteidiger, die playable sind in der Ligue 1. Und das, ich bin Ding mal gespannt, ist, was er genommen hat. Leute, ich habe es vorher selbst nicht bemerkt, bevor Stefan mir das gesagt hat, dass es da nur drei gute gibt. Ich habe zwei gute davon mitgenommen, von den drei guten. Ich hoffe, du hast jetzt die schlechten aufgeschrieben. Ich hoffe, ich habe dich verwirrt. Im Tor habe ich aber Leroy, den darf ich, glaube ich, behalten. Französische Liga 2. Und dann habe ich Kimpembe und Samahit. Ich dachte mir, du nimmst einen von beiden. Ich habe Kamara aufgeschrieben. Ich habe Kamara und Kimpembe aufgeschrieben. Und den Zweitliga-Torwart Leroy Matata. Laber doch nicht. Ich laber nicht, Mann. Ich laber nie. Du kennst mich. Hier kommen Fakten auf den Tisch. Ey, ich habe vier Bronzespieler. Ich einfach mal Saar und Kimpembe aufgeschrieben, aber naja, was soll's. Also Leute, zum Discarden steht heute ein Saar, ein Saint-Maximin, Benzema, ein Vieri, ein Savanier. Und ich glaube, so wird es am Ende auch aussehen. Bis gleich. Ja. Ich hole mir meine beiden Spieler hier, dann gehen wir ins Spiel und ich lasse mich mal kurz wegklatschen von Stefan. Let's go, du Go. Du kleiner Go. Kannst mal weiter drücken, du Go. Ja, chill mal jetzt. Ich muss doch hier erstmal klarkommen. Denn jetzt wird der Stefan hops genommen. Ich kann nur gewinnen. So, wenn ich verliere, ich habe einen Torwart, einen Bronzetorwart. Wenn ich gewinne, dann habe ich deine Ehre. Ich kombinieren. Guck mal hier. Pap. Oh, schwindelig gespielt, den Steph. Oh. Das war's dann auch schon. Grimshaw, Junge, bester Mann, der kann was. Guck mal, der kann die Pässe. Oh, ey, du! Fragt letztens einer, wird's in FIFA 21 VAR geben? Ach, oh, komm, Alter. Oh! Oh, wo rennst du hin? Alles Taktik. Wie schlecht! Woo! Parisien! Jawohl! Komm! Ah, das ist zu kurz. Was macht der Bruder? Hallo! Hallihallo! Aufwachen, Jungs! Wo rennt der hin? Wer ist das? Oha, wie viel Platz ist denn jetzt da? Ich renne einfach durch, das ist der Ikonenbonus. Foul ihn! Ach, schade. Ja, den muss ich jetzt erstmal raus. Den muss ich erstmal rausspielen. Mein ZDM ist mal wieder einfach viel zu offensiv. Ja, und der macht ihn. Da geht der Wakes doch in Führung hier. Und da gehe ich schwimmen. Bewegen. Da gehe ich schwimmen eine Runde. Seepferdchen wurde doch gemacht. Nice. Ich hoffe, du gehst unter gleich. Da merkt man wieder, das ist einfach. Oh! Das klappt einmal, aber dann auch nicht nochmal. Was habe ich dir gesagt? Das klappt einmal, aber dann nicht nochmal. Ja! Hast du mir Let's gesagt. Go! Das klappt einmal, aber dann nicht nochmal. Und das ist sogar wahr gewesen. Shit, hell. Lass gut sein, Mann! Alessandro Del Piero für die italienische Fieber. Du kannst nur weiterrennen. Ey! Boah, nochmal zurück. Bleibt er denn da am Ball? Und den knallen wir rein. Ey, Bro, jetzt habe ich aber schon hier eine Chance zu viel nicht genutzt. Ja, dann müssen wir mal einen Ball reinmachen, da hör mal du. Damit hat er nicht gerechnet, der Ach, Mann. Ach komm! Damit das ist wie so ein Ernä, Alter. Diese Ecken sind Elfmeter. Ja, das ist todesneisig. Der Bronze, der Bock. Das sieht man. Das kann nicht sein, dass das ein Bronze ist. Oh, come on, Mann. Oh, der hat dich fast hoch. Ey, Junge, was hat er mit Piqué angestellt? Der macht halt gar. Ja! Jawoll! Na, ey! Jetzt reicht's hier aber, Benzema! Der kommt. Nee, der kann aber nichts. Bale sitzt auf der Bank und spielt gerade mit seinem Scheiß. Let's go! Wer ist es? Maker! Oh. Nein, dieser Saar macht da alles richtig. Wie kannst du dich da so. Danke. Rauskombinieren. Probieren wir es jetzt einfach nochmal. Der läuft einfach nur durch mit dem. Hallo, Jungs, bitte. Mein Gott, noch. Alter, Modric ist so schlecht in diesem Game. Nein, das ist gar nicht gut. Das war gar nicht gut. Oh, der probiert es einfach mal. Ja, das Ach, ist es. Ach du Kacke. Nein, das wär's doch, Benzema. Oh, der Typ hat alles Gott. Auf dem Fuß. Alles. Da steht einer. Oh, wie hält er den? Ich liebe dich. Ich
Junge Mann, das gibt's doch gar nicht. Nee, mit Piqué wird das nichts. Ich merk das schon. Ah, und den zückt er noch aus, Verlängerung. Oh mein Gott. Das ist es. Das ist es. Ja. Das ist es. Hä? Junge! Eto! Das ist es! Digga, du hast wieder diese komische Scheiße da eingestellt, Mann. Was soll ich machen hier? Das ist viel zu eng. Aber jetzt habe ich Platz. Nee, da ist der Mann wieder dran. Savan. Ja, Digga, das ist Savanien. Gehen wir einfach mal. Let's go. Ey, dann macht der Saar noch ein Eigentor. Ich glaub's nicht. Aber ich schlag mich gut, ich bin zufrieden. Modric feiert Come sich on, für nichts. Mann. Modric, für was feierst du dich, Modric? Für was? Komm, einer geht noch. Guck mal, Bale. Oh, was für ein Ach, ja, Bale, Mann! Egal, ist vorbei. GG, let's go, five up. Ein Discard, Leute. Ich finde das okay. Also, wir haben beide gut gespielt. War ein cooles Game, so. Mal gucken, wenn ich jetzt discarden muss. Okay, Digga, ich habe umgestellt. Meine guten Spieler stehen genau da. Und da. Gut, ich würde sagen, wir gehen einfach mal mit dem... Boah, stellst du Maxim um oder lässt du ihn stehen? Ich weiß es nicht. Wir gehen mit dem rechten Verteidiger. Was heißt also Außenverteidiger, ne? Wenn du es so sagst. Ja, komm, rechter Verteidiger. Okay, das ist, glaube ich, mit der einzige Spiel... Ah, ne, ich habe Kohle auch nicht umgestellt, das ist DDB. Okay, wo war es sein? Rechter Innenverteidiger, deswegen habe ich so gefragt. Also Innenverteidiger. Ah, okay. Und linker Innenverteidiger war Benzema, also ich habe die beide in die Innenverteidigung gestellt. Gut, Leute, da bin ich heute günstig davon gekommen. 14.000 Likes wollte ich Stefan sehen. Das ist schwierig zu knacken, aber geben unser Bestes. Und ganz wichtig, viel FIFA checken. 1 Million Abos sind bald da. Genau, Video kommt wahrscheinlich irgendwie Dienstag oder so. Kommt vorbei, Freunde. Ja, das war's soweit. Alles klar, ich bin raus. Haut rein. Ciao. Ciao.